Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir wollen hier immer noch die Blutkelche klauen. Ich speichere auch noch ein. Komm, wir speichern wieder auf die 1. Wir haben lange nicht mehr auf 1 gespeichert, dann speichern wir jetzt wieder mal da drauf. Und wir wollen die Blutkelche klauen, die hier überall irgendwo im oberen Viertel versteckt sein könnten. Genauso wie Milch, Honig, Brot, alles. Bitte lass das ein Blutkelch sein. Ne, ist ein normaler goldener Kelch. So. Fisch, Brot, Pfanne. Und dann, da ist eine Truhe. Ich glaube, es hat mit den Truhen zu tun. Wir brauchen Dietriche. Bei wem konnten wir Dietriche kaufen? Schlösser knacken. Den Tischler, glaube ich, war das, ne? Wie hieß es nochmal? Teflor. Keflor oder. Boah, ich habe den Namen vergessen. So, da oben. Goldener Kerzenständer. Wein. Und. Da war das. Da war es doch gerade. Konnte doch gerade. Ja, da war's. Da. Aber. Ja, es. Es kann nur mit den Dings da zu tun haben. Mit den Truhen, glaube ich. Dass dort die goldenen. Die Blutkelche sind. Die wir zu klauen haben. Wir haben aber nicht mehr genug Dietriche. Wo sind sie denn? Da. Ein Dietrich haben wir noch. Wie haben wir. Also, wir haben viel zu viel versucht zu knacken. Dass es dann irgendwie. Nicht mehr reicht, sagen wir so. Wir haben nur ein Blutkelch jetzt. Okay, aber dann würde ich sagen, das machen wir vielleicht ein andermal. Aber was ich jetzt unbedingt mal machen will, ist, komm, wir können mal, was haben wir hier, eine Botschaft, hier, Pfandbrief, können wir mal lesen. Zur Tilgung der ausstehenden Schulden wird ein Pfand ausgesetzt, der mit seinem Reinschwert der Höhe der Schulden entspricht. Pfand verzierter Kelche aus Gold, aus der Sammlung der Blutkelche, gezeichnet Lutero Händler, Lema Pfandleier. Oh! Müssen wir zu Lema gehen. So, der war ja hier. Ist aber am Schlafen. Wir machen das dann mit ihm tagsüber. Und schlafen wir einmal, bis es hell ist. Ja, Brian schläft dort. Und wir dann hier. Bis zum nächsten Morgen. So. Können wir damit einmal von Lema den nächsten Blutkelch holen, ne? Das habe ich schon immer gesagt. Goldener Kelch? Ey, Lema? Nee. Das habe ich schon immer gesagt. Silberteller? Ich müsste mich wahrscheinlich an seine Dings hier bedienen. Aber okay, dann machen wir das ein andermal mit Lema und den Blutkelchen. Was ich jetzt unbedingt machen will, ist einmal kurz nochmal zu Saturast gehen. So, wo haben wir die Runen? Burgkloster, Großbauern, Zaras Taverne. Komm, wir reisen einmal zur Taverne. Und von da aus können wir dann hier in Richtung Dings gehen. Wo war denn das? Hier entlang. Genau, den Weg. Gehen wir zu Saturas. Wir haben ja für ihn einen Brief für, von Vatras. Und wir haben das Auge Innos.
Das bisher reparierte Auge Innos, das aber noch nicht seine magische Stärke wiedererlangt hat. So, aber bevor wir da Dings, müssen wir auch einmal hier von den aus dem Kloster Dings klauen. So, aber ich hoffe, Satoras kann mir helfen, das Ding da zu reparieren. Hier ist aber gerade aktuell sehr ruhig, von was Gegner angeht. Ich glaube, die sind alle nur hier jetzt rechts unten irgendwo. Da sehe ich auch wieder einen Suchenden. Aber ich will jetzt nicht den Suchenden jagen, weil ich habe jetzt wenig Lust, nochmal 300 Gold auszugeben, um verflucht zu werden. Oder besessen zu werden, sage ich jetzt mal, besser. So, der Landstreicher, den haben wir erst einmal besiegt. So. Ich finde es doof, dass wir kein Doch, wir hätten teleportieren können. Ah, da gab es doch einen Weg, uns da zu denen da zu teleportieren. Ja, jetzt ist eh zu spät. Wir hatten da diesen Teleport-Dings da bei der Taverne gehabt. Den Teleport-Steinkreis oder sowas. Obwohl, warte mal, hier hatten wir ja auch eine Schatzkarte gehabt hierzu, ne? So, wie krass hier auch sich auf einmal hier die Musik ändert. Alte Karte, sehr alte Karte. Ja. Ich glaube, hier gibt es irgendwo was. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier irgendwo was versteckt ist. Was ich bisher jetzt übersehen haben könnte. Beziehungsweise wahrscheinlich erst zu holen gäbe, nachdem ich die Karte habe. Würde ich hier mich noch einmal umsehen wollen. Die eine Höhle. Heilpflanze, nice. Und noch ein Pilz, Dunkelpilz. Vielleicht in der Höhle hier vorne. So, die hatten wir, glaube ich, noch nicht richtig erkundet gehabt. Ja, weil hier Minecrawler sind. Ich glaube, deswegen. Und was ist das hier? So, grobes Kriegsbeil, Steintafel, Trank. Okay, hat er mich jetzt im Visier oder hat er mich jetzt nicht im Visier? So, was hat das mit diesen Steinen da auf sich? Oh!
Alter, wird das laut. Lederbeutel. Und noch mehr Butterfleisch. Nee, jetzt ernsthaft, was hat das mit diesen Steinen hier auf sich? Goldener Kelch. Hier noch mehr. Da geht's ja auch noch weiter. Nice. Okay, hier gibt's aber sonst auch nichts mehr. Okay, vor diesen Steingolems hätte ich jetzt gerade aktuell eher noch Schiss, weil ich nicht weiß, ob ich die besiegen könnte. So. Silberne Schale. Ich glaube, das hängt mit dieser... Nein! Ein paar Dietriche werden helfen. Ich habe keine Dietriche mehr, verdammt. Okay. Aber die lassen mich in Ruhe. Zumindest noch lassen die mich in Ruhe. Dann gab es da noch einen Weg. Okay, hier hat sich irgendjemand das gemütlich gemacht gehabt. Nehmen wir alles mit. Okay, Dolch und nochmal Gold. Mehr ist hier auch nicht. Warte, da war Brot. Und nochmal Brot. Sehr viel Brot auf jeden Fall. Ich wollte schon sagen, wie viel Brot ist denn da? 4 Laib Brot. Wie sieht's mit der Truhe aus? Kann ich die aufmachen? Ja. Die hatte ich schon. Okay. So, Dunkelpilze nehmen wir auch mit. Noch ein Dunkelpilz. Okay, dann können wir von hier gehen und gehen nochmal zu Satoras. Ich glaube, das hängt schon. Das hängt schon mit der Höhle zusammen, die Schatzkarte. Was habe ich eigentlich für eine Steintafel eingesammelt? Steintafel des Bogenschützen. So, sonst haben wir hier Stufe 2 alles. Wir haben schon ordentlich Schätze gesammelt, muss ich sagen. Oder warte, ist oben vielleicht was? Ich freue mich, sobald ich an den Varan da vorbei kann. Und da mal alles erkunden. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Okay, die kriege ich nicht mehr auf, weil ich keine Dietriche habe. Ich muss Dietriche kaufen. Oder klauen oder was weiß ich was. Aber gehen wir jetzt erstmal zu Satoras. So, jetzt muss ich da nochmal gucken auf den Bildschirm. Damit ich sehe, wohin ich laufe. So. Komm, Satoras. Nee, ich kann ihn. Ich kann ihm da jetzt nicht mit dem Auge von Illustar geben.
Vielleicht einen der anderen Zauberer hier? Riordia? Hey, kann er mir damit helfen? Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Komm später noch einmal zu mir. Okay, wie sieht's hier aus? Gibt's hier noch jemanden? Der mir mit dem Auge Innos helfen kann? So, Kronos? Nee. Oder warte, der hat doch bestimmt einen Schlafzauber. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Warte mal, ist hier der schwächer als das, also die Waffen, die er hat, sind schwächer als das, was ich habe. So, Feuerpfeil, Eislanze, Licht, leicht Wunden heilen, Blitz, Windhose, Verwandlung war, Skelett erschaffen, Goblin, Skelett erschaffen. So, aber ich kann ihn bestimmt, hier, die Silberteller andrehen. Dann die Silberkelche, die goldenen Kelche, die Pfannen, silberne Schale, goldene Schale, goldene Kerzenständer kann ich ihm auch noch andrehen. Blutkelch behalten wir. So. Feuerball brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Feuerball brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. So, dann haben wir hier die Dinger, die wir nicht brauchen. Und das war's, glaube ich, oder? Ja. Leider hat er keinen Schlafzauber. Und wo ist der andere jetzt hin? Da war doch gerade noch jemand. So, Medarion. Hey. Ne, der kann mir auch nicht helfen, was Dings angeht. Myxir? Du. Hey. Der kann nur die fremde Sprache jetzt beibringen, wofür wir keine Punkte haben momentan. Nefarius, vielleicht der? Hey, du. Auch nichts. Ja gut, dann komme ich hier erstmal nicht weiter. Dann würde ich mich einmal zum Kloster teleportieren wollen. So. Großbauen zum Kloster. Und dann muss ich jetzt einmal das Dings da klauen. Ich komme momentan nicht weiter. Also. War. Hier war es, wo es runterging. Nee, nicht bei ihm. Hier war das irgendwo. Oder? Genau, hier. Hey, du. Warte mal, bevor ich das klaue, ich speichere einmal auf die 1 wieder. Dreckiger Dieb, na warte. Okay, also der will jetzt. Der gab nur 10 Erfahrung. Aber das nehmen wir alles mit. Der tut mir nichts. Okay. So, dann gehen wir wieder raus. Und dann können wir das mit der anderen Quest nochmal machen. Dem gehen wir mal lieber nicht zu nah. Und dann zur Hafenstadt. Wo ist denn das? Hafenstadt. Und wir trinken einmal den Dings hier. So, jetzt haben wir es einmal voll. So, den Zauber wieder weg.
Und auf zum Richter. Dann haben wir die Quest dann auch schon mal erledigt. Und es wird noch viel schlimmer. Er wollte doch diesen Hammer, glaube ich, oder? Ich gehe von aus, dass er den haben wollte. Wie viel fehlt uns eigentlich noch für die nächste Stufe? Auch nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Meinst du, mir geht es besser? Meine Meinung will ja keiner. So, dann auf zum Richter. Er stellt sich das immer so einfach vor. Ich habe was anderes gehört. Keine Ahnung. So, der wird sich freuen. Wenn wir jetzt sein Dings da, den Hammer mitbringen. So. Hier ist der heilige Hammer der Magier. Hier ist der heilige Hammer der Magier. Ich bin schwer beeindruckt. Dir scheint es ja tatsächlich ernst damit zu sein, was? Hier ist dein Lohn. Gut, wenn das so ist, habe ich auch schon den nächsten Auftrag für dich. Vor einigen Tagen sind mehrere Gefangene aus dem hiesigen Gefängnis geflohen. Die Hundesöhne haben sich in die Berge verdrückt, irgendwo in Richtung Sardas neuen Turm. Der Name ihres Anführers ist Morgahart. Ich will, dass du ihn tötest. Geh und beeil dich, bevor sie über alle Berge sind. Morgahart? Wer? Wo finde ich den? In Richtung Sardas Turm? Hat er gesagt? Okay. War das nicht die in der Höhle waren? Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Irgendwann muss der es jetzt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wo da Banditen sein sollen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Moment. Nochmal gucken. Des Richters Lakai. Dem Richter sind einige Gefangene weggelaufen. Soll sie für ihn wieder einfangen und ihren Anführer Morgahart töten. Sie sollen ihn in die Berge verdrückt haben. Irgendwo in Richtung Sardas neuen Tour. Also, wo genau? Ich muss die andere Karte nehmen. Nefarius-Karte. In die Berge. Also es kann entweder dort hinten sein oder schon in wirklich in Richtung Xaras. Also mehr in Richtung Xaras. Ich guck mal, vielleicht sind die dahinter. Die eine Höhle, wo ich war. Kann sein, dass Morgahart da jetzt erst auftaucht oder ich muss wirklich gezielt suchen. Alter, hat mich das jetzt kurz erschrocken. Also ich gehe mal von aus, dass es vielleicht hier ist, weil da ja Banditen waren. Aber es könnte auch da sein, wo Cornelius sich momentan versteckt. So, Morgahart soll hier sein. Keine Ahnung, wer Morgahart ist, also... Okay, das waren schon die. Gut, ich hoffe, die sind nicht mehr hinter mir her. So, ich würde nochmal jetzt vielleicht einen Heiltrank oder so nehmen. So, die großen hier. Und nochmal so ein. Dann speichern. Kommen auf die 1. Und dann versuchen wir mal, die zu erledigen. Nee, ich will damit auf die schießen. Und hoffentlich auch treffen können. Alter, ist doch nicht deren Ernst.
Weißt du was? Ich mach dich fertig. Ich mach zuerst den da fertig. Das wird gar nicht gut ausgehen für mich. Das hast du verdient, Mistkerl. Okay, das sieht gar nicht gut aus, aber wenn wir nah genug dran sind, dann wechseln die auf Nahkampfwaffen. Ist jetzt nur die Frage, so, wie wir das strategisch angehen mit denen. Hey! Hey, jetzt! Alter! Das ist aber... Ich finde ein bisschen doof gerade. Aber kriegen wir noch hin. Das werden wir noch schaffen. Das sind Punkte, die ich haben will. Jetzt bist du dran. Ey, jetzt... Hören die mal auf? Gefällt mir gerade gar nicht. Wieso laufen die immer hinter mir? Das war's für dich, Penner. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass die wirklich, ich versuch's nochmal vielleicht damit. Irgendwie muss ich die doch treffen können. Nee, den da versuch ich mal. Stört mich ein bisschen, dass ich mit dem Dingens die Null treffe. Alter, wieso... Wenn ich so mache, kann ich besser treffen? Nee. Das ist doch nicht... Wie viele Bolzen habe ich noch? Okay, Bolzen an sich geht wohl klar. Ich mach dich fertig. Ey, jetzt hänge ich hier am Baum fest. Toll. Nee, das machen wir mit denen ein andermal, würde ich sagen. Schaffen wir so nicht. Die sind doch schon ein bisschen zu stark. Ich versuch's noch einmal. Ich mach dich fertig. So, warte, der eine kommt. Ja. Okay, auf diese Art kriegen wir es vielleicht doch hin. Wenn wir jetzt erstmal ein bisschen... Wieso sind wir direkt so nah an der Wand? Das ist... Wieso bleiben wir so... Ja, nein. Ich will weg von der Wand. So, jetzt. Okay, solange er feststeckt...
Können wir uns heilen? Ey. Komm. Ja. Den haben wir. Und der hat nochmal 3 Dietriche. Perfekt. Okay, dann noch einmal heilen. Komm, das überziehe ich noch ein bisschen. Und speichere das hier auch nochmal. Jetzt auf der 1. Dann kriege ich den da bestimmt auch noch hin. Ich hoffe, der wird mich jetzt nicht kaputt schießen, aber wir haben wenigstens geschafft, einen von uns wegzulocken. Hat mir nur gestört, dass wir die ganze Zeit irgendwie an der Wand entlang gedingst wurden. Den haben wir auch geschafft. Auch noch alles mitnehmen und keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Wahrscheinlich, ja, der ist da runtergegangen. Robert Zweihänder. Damit hat er mich fast besiegt. Ernsthaft? So. Noch einmal speichern. Den will ich auch noch erstmal holen, den Chef hier. Wo auch immer der ist. So, okay. Den da, so, den haben wir locker hingekriegt. Jo. Alles mitnehmen, was er hat. Und noch einmal heilen. So. Ja, ich überziehe das jetzt ein bisschen, aber die will ich hier erledigt haben. Der hat sich ein bisschen doof angestellt. Das muss man sagen. So, Banditenanführer. Ja. Alter, der gab 500? Okay, und der hat einen Apfel. So, das war der Anführer. So, den Apfel gönne ich mir jetzt. Kann ich mir alles andere gönnen? Ah, nein, ich fresse das Rohfleisch, verdammt. Ich wollte das hier fressen. Komm. Bisschen schneller. So, dann den hier. Gibt auch wenigstens ein bisschen Mana nochmal zurück. Auch Mana. Ach Gott. So, was haben wir hier eigentlich? Weißer Rum. Und echter Seemannsgrog. Was ist das hier? Lebensenergie-Bonus und Mana-Bonus. Okay, nice. So, und den Fisch. Obwohl, ne, warte, nicht den Fisch essen. Hier, die Fischsuppe. Honig gibt sogar 12. Ach komm, das reicht, das passt.
So, dann würde ich hier aber in der nächsten Folge weitermachen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Warte. Ja, ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.